Hallo DLG Familie, na, wie geht's? In diesem Video machen wir ein Prüfungstraining für Modelltestreiger Hörenbart, das ist ein gutes Zertifikat A1, das wir auch Start Deutsch 1 nennen. Das wird in der Präparation Ihnen helfen. Los geht's! Hier sind die A1 Hörendetails. Teil 1 Beispiel: Wie fährt die Familie in den Urlaub? Mit dem Flugzeug, mit dem Auto oder mit dem Zug. Modelltest 3. Hören. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Habt ihr ein Glück? Tolles Wetter und morgen fahrt ihr weg. Ja, ich freue mich schon so auf den Urlaub. Fliegt ihr wieder nach Berlin oder nehmt ihr dieses Mal das Auto? Nein, dieses Jahr nehmen wir den Zug. Die Flüge waren zu teuer. Dann schönen Urlaub. Danke. Beispiel. Habt ihr ein Glück? Tolles Wetter und morgen fahrt ihr weg. Ja, ich freue mich schon so auf den Urlaub. Fliegt ihr wieder nach Berlin oder nehmt ihr dieses Mal das Auto? Nein, dieses Jahr nehmen wir den Zug. Die Flüge waren zu teuer. Dann schönen Urlaub. Danke. Eins. Was bestellt die Frau? Fisch? Suppe? Salat. 1. Guten Tag. Haben Sie schon gewählt? Was können Sie empfehlen? Haben Sie frischen Fisch? Nein, heute leider nicht. Aber wir haben eine sehr gute Fischsuppe. Und dazu vielleicht einen Salat. Die Fischsuppe nehme ich gern. Aber bitte keinen Salat. Und zu trinken? Vielleicht ein Glas Weißwein. Guten Tag. Haben Sie schon gewählt? Was können Sie empfehlen? Haben Sie frischen Fisch? Nein, heute leider nicht. Aber wir haben eine sehr gute Fischsuppe. Und dazu vielleicht einen Salat. Die Fischsuppe nehme ich gern. Aber bitte keinen Salat. Und zu trinken? Vielleicht ein Glas Weißwein. Zwei. In welche Klasse geht Anja? In die erste Klasse, in die zweite Klasse oder in die siebte Klasse? Zwei. Hallo Sonja, sag mal, wie alt ist deine Tochter? Anja ist jetzt 7 Jahre alt. 7 Jahre? Dann geht sie ja schon in die Schule. Und in welche Klasse geht sie? In die erste oder die zweite? Anja ist jetzt in der zweiten Klasse. Und sie geht sehr gern in die Schule. Hallo Sonja, sag mal, wie alt ist deine Tochter? Anja ist jetzt 7 Jahre alt. 7 Jahre? Dann geht sie ja schon in die Schule. Und in welche Klasse geht sie? In die erste oder die zweite? Anja ist jetzt in der zweiten Klasse. Und sie geht sehr gern in die Schule. Drei. Was macht Eva heute Abend? Ins Café gehen, einen Film sehen, lernen. Drei. Sag mal, Eva, was machst du heute Abend? Wollen wir einen Film sehen? Nein, ich muss arbeiten. Ich muss für die Prüfung lernen. Und wollen wir später etwas trinken gehen? Es gibt hier an der Ecke ein neues Café. Nein, tut mir leid. Lieber am Sonntag. Dann habe ich Zeit. Sag mal, Eva, was machst du heute Abend? Wollen wir einen Film sehen?
Nein, ich muss arbeiten. Ich muss für die Prüfung lernen. Und wollen wir später etwas trinken gehen? Es gibt hier an der Ecke ein neues Café. Nein, tut mir leid. Lieber am Sonntag. Dann habe ich Zeit. Was kosten die Tomaten? 1,15 Euro, 1,50 Euro oder 1,65 Euro? 4. Guten Tag. 1 Pfund Tomaten bitte und 1 Kilo Kartoffeln. 1 Pfund Tomaten, 1,15 Euro und 1 Kilo Kartoffeln, 1,50 Euro. Bitte schön. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke. Das ist alles. Das macht dann 2,65 Euro zusammen. Bitteschön. Guten Tag. 1 Pfund Tomaten bitte und 1 Kilo Kartoffeln. 1 Pfund Tomaten, 1,15 Euro und 1 Kilo Kartoffeln, 1,50 Euro. Bitteschön. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke. Das ist alles. Das macht dann 2,65 Euro zusammen. Bitteschön. Wie lange dauert der Deutschkurs? 5 Tage, 20 Tage oder 1 Monat? 5. Guten Tag. Ich möchte mich für den Deutschkurs im Januar anmelden. Sie haben Glück. Ein Platz ist noch frei. Super. Und an welchen Tagen ist der Kurs und wie lange geht er? Der Kurs ist jeden Tag, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, vom 21. Januar bis zum 18. Februar, also 4 Wochen. Guten Tag. Ich möchte mich für den Deutschkurs im Januar anmelden. Sie haben Glück. Ein Platz ist noch frei. Super. Und an welchen Tagen ist der Kurs und wie lange geht er? Der Kurs ist jeden Tag, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, vom 21. Januar bis zum 18. Februar, also 4 Wochen. Sechs. Wann ist die Party? Am Samstag, am Sonntag, am Freitag? 6. Hi Lola, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Kommst du zu meiner Party? Ja, natürlich. Feierst du heute am Freitag? Nein, lieber morgen, am Samstag. Das ist besser. Und am Sonntag können wir alle lange schlafen. Kommst du so ab 20 Uhr? Ja klar, ich komme. Hi Lola, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Kommst du zu meiner Party? Ja, natürlich. Feierst du heute am Freitag? Nein, lieber morgen, am Samstag. Das ist besser. Und am Sonntag können wir alle lange schlafen. Kommst du so ab 20 Uhr? Ja klar, ich komme. Teil 2. Beispiel. Herr Krause soll zum Schalter A22 kommen. Modelltest 3. Hören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Letzter Aufruf für Herrn Krause. Gebucht auf Lufthansa-Flug LH-222 nach Paris, Abflug 12.23 Uhr. Herr Krause, bitte begeben Sie sich sofort zum Schalter A21.
7. Die Fahrgäste nach Bonn müssen umsteigen. 7. Liebe Fahrgäste, wir erreichen jetzt Köln Hauptbahnhof. Für die Weiterfahrt nach Bonn haben Sie folgende Umsteigemöglichkeit. IC 2027 von Gleis 7, Abfahrt 15.53 Uhr. Acht. Frau Köhler soll in die Halle A kommen. Acht. Frau Eva Köhler, angekommen mit Lufthansa-Flug LH1124 aus Barcelona. Bitte gehen Sie zur Information in Halle A, Schalter 120. Dort gibt es eine Nachricht für Sie. Neun. Sie können noch 15 Minuten einkaufen. Neun. Sehr geehrte Kunden, unser Möbelhaus schließt in 15 Minuten. Wir bitten Sie, zur Kasse zu gehen und bedanken uns für Ihren Einkauf. Morgen um 9 Uhr sind wir wieder für Sie da. Der Zug nach Heidelberg fährt von Gleis 19. 10. Meine Damen und Herren, auf Gleis 19 erhält Einfahrt der Regionalexpress aus Heidelberg. Ankunft 14.22 Uhr. Weiterfahrt nach Wiesbaden um 14.32 Uhr. Teil 3, 11. Wann kann Herr Lohmann einen Termin haben? Am Dienstag um 14 Uhr, am Mittwoch um 10 Uhr oder heute um 18 Uhr? Modelltest 3. Hören. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 11. Guten Tag, Herr Lohmann. Hier Zahnarztpraxis Dr. Lemmer. Sie haben morgen am Dienstag um 14 Uhr einen Termin. Leider ist Herr Lemmer heute und morgen krank. Können Sie am Mittwoch um 10 Uhr kommen? Bitte rufen Sie uns heute bis 18 Uhr noch an. Vielen Dank. Guten Tag, Herr Lohmann. Hier Zahnarztpraxis Dr. Lemmer. Sie haben morgen am Dienstag um 14 Uhr einen Termin. Leider ist Herr Lemmer heute und morgen krank. Können Sie am Mittwoch um 10 Uhr kommen? Bitte rufen Sie uns heute bis 18 Uhr noch an. Vielen Dank. Was ist kaputt? Der Computer? Der Drucker? Das Handy? 12. Hallo Gerhard, kannst du mir helfen? Mein Drucker geht nicht mehr. Kann ich zu dir kommen und bei dir etwas drucken? Ich rufe dich auch noch über Handy an. Danke, Jens. Hallo Gerhard, kannst du mir helfen? Mein Drucker geht nicht mehr.
Kann ich zu dir kommen und bei dir etwas drucken? Ich rufe dich auch noch über Handy an. Danke, Jens. Wie viel kostet die Reparatur? 75,50 Euro, 57,50 Euro oder 18,30 Euro? 13. Guten Tag, Frau Haller. Ihr Fahrrad ist fertig. Sie können es abholen. Die Reparatur kostet 75,50 Euro. Wir haben heute bis 18.30 Uhr geöffnet. Vielen Dank. Guten Tag, Frau Haller. Ihr Fahrrad ist fertig. Sie können es abholen. Die Reparatur kostet 75,50 Euro. Wir haben heute bis 18.30 Uhr geöffnet. Vielen Dank. Wo genau treffen sich die Freunde? Vor der Apotheke? Vor dem Bahnhof? Am Flughafen? 14. Hallo Carsten, ich bin jetzt in München. Der Flug war gut. Ich bin dann mit der S-Bahn zum Bahnhof gefahren. Da bin ich jetzt. Ich warte auf dich vor der Apotheke hier am Bahnhof. Hallo Carsten, ich bin jetzt in München. Der Flug war gut. Ich bin dann mit der S-Bahn zum Bahnhof gefahren. Da bin ich jetzt. Ich warte auf dich vor der Apotheke hier am Bahnhof. Was soll Ricardo machen? Nach Post und Blumen sehen, den Schlüssel holen, auf einen Anruf warten. 15. Hallo, Ricardo. Ich habe ein kleines Problem. Ich fahre doch morgen eine Woche weg. Kannst du nach der Post sehen und den Blumen Wasser geben? Ich gebe dir heute Abend noch meinen Wohnungsschlüssel. Ruf mich an, wenn du wieder zu Hause bist. Danke. Hallo, Ricardo. Ich habe ein kleines Problem. Ich fahre doch morgen eine Woche weg. Kannst du nach der Post sehen und den Blumen Wasser geben? Ich gebe dir heute Abend noch meinen Wohnungsschlüssel. Ruf mich an, wenn du wieder zu Hause bist. Danke. हां जी तो होगन का एग्जाम इतना ही था आपको कैसा लगा आसान या मुश्किल मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं जो कि ये रहे मुझे जरूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया मैं उम्मीद करती हूं कि इसने आपकी हेल्प की होगी अपने आईएलटीएस के एग्जाम के प्रिपरेशन में अगर की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ जिनका जल्दी ही आईएलटीएस एग्जाम होने वाला है उनके साथ इसको जरूर शेयर करें मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में चूस